Hallöchen und willkommen zurück, meine lieben Freunde. FIFA 16, Trainerkarriere mit dem FC Bayern. Gerade gegen Barcelona 2-2 gespielt, Spieler gesperrt. Ja, Vidal in der Champions League, wissen wir. Und ich glaube, Thiago jetzt in der Bundesliga. Schauen wir mal, wer jetzt alles fit ist für das Spiel gegen Hoffenheim. Jetzt so langsam wird es auch in der Liga kritisch. Nationaltrainer-Offerte Schweden. Ablehnen, nein, wie gesagt, wenn überhaupt nur Deutschland. So, Hoffenheim. Oi, 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 am Sonntag. Ich werde mal gucken, wann das Rückspiel ist gegen Barcelona, denn da muss ich mich... So, ich habe Zeit. Es kommt hier das Spiel gegen den VfB. Also gegen den HSV muss ich dann schonen. So, und jetzt mal gucken, wer überhaupt Problem selbst beheben und Änderungen speichern. Genau, wer ist... ach ja, Thiago, der darf hier nicht mit bei sein. So, das haben wir schon mal geändert. Und dann spielen. Natürlich wird jetzt auch hier wieder Heimspiel. Hier wird es auch nochmal schön umgestellt. Denn ihr seht es, Ribery, Robben, nicht so wirklich fit. Deswegen Draxler, sein erster Einsatz von Anfang an. Costa darf auch mal wieder von Anfang an. Geis, ah, der braucht eigentlich die Pause. Und deswegen, nee, ich kann ja nun nicht hier. Aber Müller kriegt die Pause. Dafür kommt Max Meyer. Ihr seht es hier, Jugend forscht. Wie sieht es in der Abwehr aus? Martinez für Mustafi. So, auf geht's. So, schon wieder ein Spiel in der Allianz Arena. Ich empfange die TSG 1899 Hoffenheim. Super! Ja, das wird ja wohl ein Spaß werden, hoffe ich mal. So, meine Aufstellung, ihr habt sie eben nochmal verfolgen können. Geist übrigens mit einem richtig geilen Fernschuss gegen Barcelona zum zwischenzeitlichen 2-1. Darauf trainiere ich ja hin, dass der da eine richtige Bombe wird. Mal gucken. Das erste Tor hat er gemacht. Freistöße schießt er ja auch schon wie ein Ronaldinho fast. So, heute wieder mit 11 Mann gegen Barcelona. Musste ich ja mit 9 Feldspielern das Spiel beenden. Und habe dann quasi in den 90. den Ausgleich bekommen. So, Geist, das ist natürlich ein bisschen zu weit weg. Schade. So, es ist schwierig gerade für mich, Hoffenheim so ernst zu nehmen, wie ich Hoffenheim eigentlich ernst nehmen müsste. Oha. Ja, die spielen hier hinten rum und dann kann es auch mal schnell passieren. So, Vidal mit der roten Karte war natürlich unglücklich, aber natürlich auch einigermaßen verdient. Ich hatte auf Gelb gehofft, aber Barcelona abhaken. Das Rückspiel muss ich halt ganz einfach gewinnen in Barcelona. Ist ja nicht so, dass das unmöglich ist. So, Boateng, auch hier wieder Bomben-Stellungsspiel. Mann, Junge, also... Und ja, wäre auch kein Problem für Neuer gewesen, könnte man meinen, aber der macht doch hin und wieder gerne auch mal Fehler, siehe Champions League. So, Max Meyer kriegt heute das Vertrauen von Anfang an, genauso wie Costa. Oder ein Julian Draxler. Und jetzt, wenn sie das Ding nicht raushauen, dann ist hier... Das meine ich. Doch, und dann so ein Scheißpass. Kann er den nicht vernünftig an Mann bringen? So, also Hoffenheim ist hier sichtlich überfordert in der Abwehr bislang. So, Geis, aber auf Lahm! Abgefälscht. Und wieder raus damit. Also, sieht gut aus. Ich bin sogar so risikobereit und gehe hier mal in die Offensive. Costa. 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 Also Hoffenheim lässt sich auf was ein. Bam. Stark. Und
stark in die Mitte. Und dann am Ende, ja, war auch knapp. Also Torwart war fast dran, Abwehrspieler fast. Ab durch die Mitte. 1-0-Führung, super wichtig. So, solange Hoffenheim das System hier so weiterspielt, werde ich natürlich weiter in vorne raufgehen. Ihr habt ja gesehen. Da sind sie anfällig. Ich habe gesehen, was er vor. Was? Och komm, das war doch sowas von Vorteil. Das bringt er mich hier eher nochmal wieder in Gefahr. Hat er eher den Vorteil abgepfiffen. Geis, wohin? Meier. Ah, Meier hat natürlich einen schwierigen Stand. Oh, 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 oh. Ich habe ihn so geahnt, aber... So, Mustafi. Zu Saisonbeginn gleich den Badstuber verdrängt. Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Ich mag den Badstuber ja eigentlich. So, ah. Oh, der kommt durch. Weg damit. Aber den spielen die so clever, dass sie den im Spiel halten. Uiuiui, jetzt muss Vidal. Jetzt muss er laufen gegen Volland. 50 Millionen Mann Volland. So viel soll er hier echt wert sein. So, Meier, schön. Und der Versuch auf Draxler. Schade. Schade, dass hier die Lücke ist. Mit mehr Mut hätte ich den gerade gehabt, aber jetzt muss Lahm mal laufen. Oh oh, jetzt muss einer kommen. Einwurf. So, ich lasse Hoffenheim ein bisschen mehr ins Spiel kommen. Irgendwie ein bisschen unbeabsichtigt, das gefällt mir nicht. Diese Pässe sind natürlich auch nicht das. Stark. Wieder Vidal. Nein! Costa, nicht Vidal. So, und Alaba, den muss er erlaufen. Stark. Oh. Wieder so eine Riesenmöglichkeit liegen lassen, so Costa. Schön, wo ist Draxler? Da startet Draxler! Und Draxler! Oh. Habe ich nicht durchsetzen können, das was ich wollte. Boateng stark, Neuer auf Draxler. Ah, verdammt, warum nehme ich das Tempo raus? Ich hatte natürlich was vor, aber... Uiuiuiuiui. Da kommt der Geiss. Und Halbzeit, 1-0-Führung. Ich hätte eigentlich das 2-0 machen müssen, ganz klar. Aber gut, so bleibt es spannend. Dortmund verliert gegen Köln. Also die Kölner sind hier in guter Form. Stuttgart wäre immer schön, wenn die nicht gewinnen würden. Denn wie gesagt, die Tabelle sieht nicht so absolut rosig aus. Meier.
Maya. Vidal. Wieso macht hier der Alaba nicht mit? Ich habe darauf gewartet. Alaba wird gehalten, aber setzt sich hier gut durch. Einwurf. Das Ding vielleicht auf Geis legen. So, da ziehe ich gleich zwei auf mich. So, was haben die vor? Wollen die hier nicht? Und, schade, Costa war da. Zurück, Boateng, nicht auf, nicht... Was pfeift er denn? Freistoß vor Offenheim. Da, die reißen immer Lücken, die Abwehrspieler bei solchen Aktionen. Da stehe ich lieber hinten länger sicher. Geist, 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 Junge. Ja! Und nein! Meier aus dem Posten. Muss er selbst machen, der Lewandowski. Der Pirmin Schwegler kommt wieder. So, Draxler, Draxler. Oh. Ja, den hätte ich passen können diesmal. Den hätte ich sogar richtig gut passen können. Und müsste nochmal. Oh, verdammt, Junge, nimm den Ball doch an. So, Lahm muss kommen. Warum ist Lahm hier nicht auf seiner rechten Seite? Herr Draxler, wo sind Sie? Auf. Schade. So, Meier Volland. Schönes Duell. Jungstars unter sich. Ah. So, jetzt kommt hier Hoffenheim gerade wieder. Stoß wieder für Hoffenheim. So, ich kann jetzt wechseln. Ist nur die Frage, bringt es was? Ich könnte wechseln. Ja, jetzt habe ich natürlich die richtigen nicht mitgenommen. Bernard für Alaba. Ich spüre, den könnte ich noch brauchen. Ribéry kriegt die gesamte Pause. Ich bringe mal den Pausen heute für Lewandowski. Und dann Geis für Meier und Geis raus für Müller. Lassen wir den Meier mal durchspielen. So, erster Einsatz von Pausen. Wohohoho, alter Falter. Draxler. Nein, das war zu einfach. Naja. Costa. Schade, wenn der Draxler da. Stark.
Stark! Oh nein, wieder der Torwart, ey. Och nö. Pfeift er denn da schon wieder? Ah! Sehr schön. So, wo sind sie? Da wird noch fleißig gewechselt. Süle kommt. Okay, kein Anspieler parat. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da vorne... Nee, können wir nicht. Pfeift doch ab, Mann. Schön das Spiel breit machen. So, und Pausen. Auch der kriegt ihn nicht. Mitspielender Scheiß-Torwart. Fast gegen den Schiedsrichter. Oh. Was für ein Glück. Da hätte noch mal jemand durchlaufen können. Gelb für wen auch immer. Keine Ahnung. So, wieder der Versuch auf Pausen. Kommt zurück. Lam, 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 lam. Müller, 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 Müller. Nein. Ja, och man, jetzt pfeift er natürlich. Aber Sieg, 1-0. Immerhin, wow. Krass. So, hier schön. Ach ja, Costa war es mit dem 1-0. Pfosten Meier. Ja. Was hatte ich noch? Das war's? Naja gut, ich hatte mehr in Erinnerung, aber es wird, 7,8, Philipp Lahm. Heute kein Ballbesitzfußball, aber Stuttgart verliert gegen Leverkusen, ja, damit komme ich 3 Punkte wieder ran an die Tabellenführung und Dortmund 1-1, lasst uns nochmal gucken, wie es aussieht. Ich bin 5., 6 Punkte Rückstand hinter Wolfsburg, die gerade gewonnen haben. Also ihr seht, es ist haucheng da oben, wirklich haucheng, ich bin nur 5. Ein Glück, sind noch 13 Spiele oder 12, 13, also ist noch ein bisschen Zeit. Oh, ja, ja. So, dann machen wir nochmal Spielerentwicklung. Ihr seht, Jan Heise schon einen Wert von 9 Millionen als 16-Jähriger. So, Pausen, der kann sich hier verbessern heute. Gucken wir mal, was wir nehmen. Dribbel, Parcours, Ballbesitz halten, Dribbling. So, und dann geht's mit den anderen Lieblingen weiter. Dann habe ich noch Feig. Dribbling Parcours, ja. Und dann leider nur noch 2. Dann nehmen wir auf jeden Fall Geis. El Rondo. Nee, dann nehme ich mal wieder Freistöße zirkeln. Und dann habe ich noch Max Meier. Das war's dann, ne? Genau, Max Meier könnte ich noch nehmen. Hui, Ballbesitz halten, das sieht gut aus. Da verbessert er sich gleich mal richtig. Hoffen wir es. Also, läuft. So, Feig, Geis, Feig und Meier. So, das war's. Beim nächsten Mal geht's gegen... Habe ich eine Woche Pause? Kann das echt sein? Kalender? Ja, nächstes Wochenende gegen Nürnberg und dann schon gegen den VfB. Die waren Herbstmeister quasi. Was gibt's hier nochmal im Büro? Sperre abgelaufen, Thiago darf dann wieder in der Bundesliga dabei sein. So, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.